Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Agrargemeinschaft Osdorf. Meine Güte. Mit dabei ist der Olaf, der hier gut mal mir beirast. Moin Moin. Und auch der Micha ist wieder dabei. Jo Moin. Ja, wir sind immer noch dabei, das Sonnenblumenfeld abzuernten. Allerdings hat sich da leicht was verändert, weil das Feld ja doch ein bisschen größer ist. Haben wir uns also kurzfristig entschieden, wir haben noch einen Drescher dazu gemietet. Und ich habe die gute Claudia einfliegen lassen. Die kennt ihr ja, das ist ja meine Auszubildende aus meinem Betrieb in Bantico. Und die hat gesagt, ja klar, mache ich mit, sind alles super Leute, haben wir eben ein bisschen Zeit. Die fährt jetzt da hinten, da seht ihr jetzt hier so am Horizont, am Ende des Horizonts, hinter dem Horizont geht's weiter. Nein, egal. Da hinten fährt die Claudia, ich fahre jetzt hier in die gemieteten Drescher, weil der gemietete Drescher ist größer. Und das war zwar von den beiden Kollegen fies gemeint, dass sie gesagt haben, sie mieten einen größeren Drescher, als ich ihn habe. Da bin ich natürlich in den größeren eingestiegen. Weil Technik. Ja, genau. Ja, das war mal dein erstes Rohr aus. Ich bin hier schon mal an Rubbern, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Meine Tiere sind versorgt, haben alles, was sie brauchen. Ich springe dann gleich mal in den Claudia mit rein. Bitte? Ja, bitte, die muss was, mal eben auf. Die muss ja auf den Bestand fahren. Die steht im Bestand jetzt. Ein bisschen doof. Ja, wobei, da, das Reinspringen, also ich kenne ihren Verlobten, der ist da nicht Claudia, so, der versteht das. Er springt da den Claudia rein, das ist aber jetzt auch überhaupt so nicht jugendfrei gewesen. Ihr Verlobter das versteht da nicht viel Spaß, also. Das war ja wohl nicht. Ich wollte ja nur eben helfen, dass. Ja. Ich wollte sie nur mal zur Hand gehen. In die Reden auf dem Dings zu fahren. Alles gut. Vielleicht sollten wir uns eventuell überlegen, die Folgen nicht mehr um 12 Uhr mittags, sondern vielleicht um 12 Uhr nachts. Ist besser, glaube ich. 12 Uhr ist angebracht dafür, dass. Ich komme schon angedüst. Doch! Ja, aber ist natürlich, wie ihr seht, ein riesengroßer Sonnenblumenschlag geworden. Das ist natürlich wieder die Blödsinn. Eigentlich natürlich kriegst du hier für entweder Weizen oder für wegen Stroh oder vielleicht für Mais. Aber gucken, was wir da dieses wieder drauf machen. Ich glaube aber Sonnenblumen nicht unbedingt nochmal, oder? Nee, das sollten wir auch genug ins Lager kriegen. Genau. War ja, wie gesagt, erstmal um, ja, einfach mal was anderes zu pflanzen. Alles ein bisschen zu haben. Dann fahre ich doch schon mal wieder hier unten hin, warte auf Micha, wobei ich kann jetzt eigentlich auch direkt, ich fahre einfach weg. Fährt einfach weg. Ja, fährt einfach ich. Weg. Einfach weg. Weg ist er. Ja, ich bin bei 90%, 87. Da fährt er einfach. Ach, Micha. Micha, ich komm bald wieder. Bald wieder zu dir. Genau. Ja. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, Werbung ist out. Wir singen heute. Yippie! Hip, hip, hurra. Yeah. Hurra, hurra, die Schule brennt. Erwähnt ich schon mal Zahnarzt, ne? Ich hatte das ja angekündigt. Ja, wir haben einen Gruppentermin jetzt gleich. Also. Ich geb Gas, ich will Spaß. Mein Maserati für 210. Schwupps, die Polizei hat nicht gesehen, ich will Spaß. YouTube-Content-System. Bing, 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 bing. Ja. Habe ich selbst gesungen. Kann ja nichts dafür, dass ich so gut singe, dass das Content-System gleich hier eingreift. Ne? Ich jag die Opels vor mir her. Ich schub sie Enten aus dem Verkehr. Ich will Spaß. 99 Luftballons. 99 Pfefferkuchen. Was? Well? Ach nee, Otto magst du ja nicht, hast du gesagt. Naja, was ist das nicht möglich? Ich finde ihn einfach. Ich fand ihn früher mal lustiger, sagen wir mal so. Kleine Taschenlampe brennt, schreib dich, lieb dich in den Himmel. Da, 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 da. Markus.
Ja, ich kenne, mir brauchst du das nicht sagen, ich kenne das alles. Frank kennt das auch. Aber unsere Zuschauer werden sich jetzt denken, Alter. Das denken sie von mir sowieso. Ja, ja, dieses Utz, Utz, Pf, Pf, kann ich nicht. Utz, 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 Utz. Utz, 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 Baby. Gab ach doch, also ich habe so gegen Trans-Techno habe ich ja so pauschal mal nichts, außer zu wenig Bass im Auto. Aber, Das gab doch irgendwann dieses Lied vor Jahren, was ist ein Techno oder so, ne? Kennt das noch einer, wo dann eine Purple war ein Techno, dann, ja, dann musst du hier. Das war mal eine Zeit lang so ein Hit, glaube ich. Ja, doch, ja, ja. Es gab schon viele Hits. Ah, gut, ich bin halt in den, ne, meine Jugend waren die 90er, von daher bin ich halt... du Küken. Ja, ach komm, ich war auch nur 5 Jahre jünger als du. 90er habe ich schon geknüppelt. Was hast du? Da war ich schon in der Ausbildung. Ach so, ja dann. Ja. Ja, ich zum Ende der 90er hin auch. Na, ich zum Anfang der 90er hin. Du bist nur 5 Jahre jünger? Ja, 80er Jahre. Okay. Aber gut, ich habe mit 16 angefangen zu lernen. Ja, ich bin 18. Heutzutage fangen die Leute irgendwie mit 37 an. Wenn überhaupt. Ja, nachdem sie 20 Jahre lang erfolglos versucht haben, Jura zu studieren. YouTube, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, YouTube-Videos zu machen. Nein, also ne, an jeden, der das versucht und auch schafft, Respekt, weil ich weiß durch einen Bekannten, wie scheiße schwer das ist. Aber es gibt halt Leute, ja, bei denen sage ich mir dann, ach, hör doch einfach auf, hör doch mit dem Studieren auf, das hat doch eh alles keinen Mehrwert. Es gibt auch so wichtige Studierthemen wie Ägyptologie und ja, ja, Esoterik. Bitte auch Hut ab, um Gottes Willen, jeden, der da nicht, dass das falsch rüberkommt. Muss das halt ja auch erstmal. Aber ich glaube, die Chance, dass Studenten uns zuschauen, ist relativ gering. Wie kommst du darauf? Hallo, das Bildungsfernsehen. Ach so? Ja, also... Ja. Also jetzt echt... Mal. Jetzt wird doch mal wieder Zeit fürs Arbeiten, ne? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt. Ja, kennen wir alles. Falsches Lied. Ja. Obwohl, da geht's auch um Arbeit. Ja, das älteste Gewerbe der Welt. Ja, allerdings. Unter 2:30 Uhr, 16:08 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Ja. Das ist Skandal. Ich sterbe hier. Spider-Murphy Gang, wer kennt sie nicht? Die meisten sicherlich. Ja, das ist wahrscheinlich mehr als du. Ja, aber egal. Wer sie nicht kennt, hat was verpasst. Ja. Ist doch auch mal schön, wenn man der Jugend sowas wieder näher bringen kann, ne? In Chick-Chick-Chickerie, ja. Gut, das hat jetzt keiner gesehen, dass ich den Gruber hochgemacht habe beim Losfahren anstatt runter. Nein, wir raus. Hast du etwa den Gruber hochgemacht beim Losfahren anstatt runter? Aber okay, ich verrat's nicht. Hab keiner gesehen. Einblendung ins YouTube-Video. Denk dran, dass du die Claudia abtankst, bevor die wieder mit dem... Hab ich doch gerade. Claudia ist ja. Lass die mir mal die Claudia in Ruhe, oder was? Hallo, ich hab ihr nur geholfen, ne? Bin hier quasi der Schutzbefohlene. Sie ist auszubilden, zweites Lehrjahr, ja? Nicht, dass da mit euch... Also ist jetzt 38. Über das Alter spricht man nicht. Nee. Wieso hast du eine geile Hupe als ich? Wieso ich geile Hupe habe als du? Moment! Ich guck mir das nicht an. Ich auch nicht. Nein, wir machen die Webcam jetzt nicht an. Schneiden wir raus. Bis wir schneiden, dass wir... Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, genau. Diese Stelle muss leider zensiert werden. Ein schwarzer Bildschirm. Piep, 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 piep. Ich, genau. Piep. Genau, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Piep, piep. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Piep. Was hat er da denn noch gesagt? Weiß ich nicht. Ja. Genau. Ich glaube, wir nehmen dir nichts auf und vertonen nach.
es sollte einfach, genau, wir nehmen einfach nur das Gameplay auf. Lass ein bisschen hier YouTube Audio Bibliothek Mucke nebenbei laufen und sagen, tun wir am besten einfach gar nicht. Läuft bei mir. Ja, bei mir ja normal auch. Außer natürlich, ich meine, ich hab's ja. Ist ja nicht so, dass ich bei meiner Aufnahme eben zwar mein Programm dafür aufgehabt habe, nur natürlich wieder die Play-Taste vergessen habe im Spiel. Ist ja nicht so, dass dein Bruder noch 2 Minuten vorher zu dir gesagt hat, vergiss nicht wieder die Musik und du gesagt hast, nee, ist klar. Ja, deswegen habe ich das Programm ja auch schon aufgehabt. Nur ich habe halt wieder nicht auf die Play-Taste gedrückt. Muss ich wieder nachvertonen, aber macht nichts. Hau ich die Musik halt nachträglich rein. Deswegen singen wir hier jetzt auch schon mal selber. Genau. Hast du denn wenigstens an die Musik gedacht, Frank? Ich mach das auch immer nachher. Ach so. Ich mach das mit meinem Programm im Nachhinein. Der ekelhaft. Es ist. Es gibt so Informationen, die will ich eigentlich. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Jetzt bist du aber schon mal ein paar Jahrzehnte nach vorne gesprungen, was die Musik angeht. Ja, Michael ist jetzt auch ganz verwirrt bestimmt. Ein bisschen. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Ich kann ja mal was reinwerfen. Wo sind all die Indianer hin? Pua! Ja! Ja, wer kennt sie nicht? Abenteuerland! Pur ist cool. Eben. Ja, warte mal. Ich hätte auch mal so eine Phase. Also, große Liebe und so, habe ich das auch mal gehört. Ja, was ich nicht schon alles gehört habe, der Liebe wegen. Ja. Das ist nur davon scheiße, ja, keine Ahnung, meine Freundin dazu machen. Ja. Oder die es werden soll. Meistens sehr was hörst du soll. Für Musik? Das und das. Kenn ich gar nicht. Ich meine total supi. Dann am nächsten Tag erstmal hin. Damals musste man sich die CDs ja noch kaufen. Das gab es ja noch nicht, dass man so heute. Genau, da ist man erstmal in den Laden gegangen, hat sich die CD genommen, um vorzuhören. Dann hat sich beim Vorhören gedacht: oh, Scheiße, das muss ich jetzt kaufen. Ja. Aber was macht man nicht alles, ne? Ja, was hat's gebracht? Ja, das ist das Problem, teilweise. Und dann, was macht man nicht alles? Oder ein bisschen Scheiß nicht mehr los. Ja, ey, sowas will ich auch keiner haben. Irgendwo noch haufenweise Pool-CDs rumstehen. Ja, ich auch, aber da habe ich jetzt noch kein Problem mit. Ich habe andere CDs, wo ich eher Probleme mit habe. Ja, ich habe nicht mal mehr einen CD-Player außer im Computer. Habe ich aber auch eine ganze Menge. Liegt aber auch, ich habe auch Wolle, Petri und ich weiß nicht, was nicht noch alles zu Hause, weil wegen auf Partys so. DJ gemacht und so. Und da war das halt so. Musste das halt haben. Tanzmusik. Olaf, ich hoffe, du bist voll, das weißt du schon, oder? Er fährt auch schon. Aber eben noch die ganze Zeit neben dir fuhr auf meiner. Wir haben uns noch quasi freundliche Zeichen gegeben. Voll. Als ich noch neben ihm fuhr, ging dann noch ein bisschen was rein. Ja, den mache ich Claudia gleich mal eben, dann sage ich ihr gleich, ich soll am Ende des Feldes mal warten, sonst könnte das eng werden. Ja, sage ich das mal. Auf das andere Thema gehe ich jetzt nicht ein. Ich bitte darum und danke dafür. Gerne. Keiner hat was gesagt, ne? Da kommt wieder der Olaf um die Ecke. Was habe ich denn? Hallo? Ich hab... Ja, die Anspielung reicht doch schon. Piep. Was ist eine Anspielung? Ja, dass du da nichts gesagt hast. Piep! Piep! Piep, piep, piep! Ich kann doch nichts für eure schmutzigen Gedanken. Piep, 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 piep! Was kann ich denn jetzt für meine schmutzigen Gedanken? Ich hab mir bei dem Wortlaut nichts weiter gedacht. Lass mich da raus! Ich hab auch nur gesagt, zu dem anderen Thema sag ich nichts. Du weißt doch überhaupt gar nicht, was ich gemeint habe. Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Und ja, sicher, das war super. Jetzt auch sehr. Jetzt bin ich schon verurteilt, weil sich Leute irgendwas vorstellen könnten. Weißt du? Ja. Fakten, mein Junge. Fakten. Piep. Ich einfach irgendwelche Behauptungen aufstellen, obwohl du gar nicht weißt, was ich denke. Piep, 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 piep. Kann man nicht angehen. Claudia kommt hier nie wieder her, glaube ich. Ja, dann, Micha, solange du dich da raushältst. Ja, absolut. Ich bin quasi das Dänemark. Ne, wer war immer der?
Ja, Dänemark, ne? Dänemark war immer. Ich möchte aber auch einfach mal dazu sagen, dass Claudia. Oder Schweiz? Entschuldigung, Olaf, was wolltest du hinzufügen, dass Claudia was? Ja, dadurch, dass sie halt eine Ausbildung zur Landwirtin macht, ist sie, glaube ich, ganz andere Sachen gewohnt. Fachkraft. Ja, Fachkraft zur Agrarwirtschaft oder wie auch immer das dann heißt. Ja. Das weiß ich auch nicht so genau, ich muss es ja nicht machen. Ne? Also da wird sie wohl so ein paar Späßchen von so ein paar alten Säcken hier... Ja, die ist auch nicht auf den Mund gefallen. Nee, deswegen. Wie nennst du hier alt? Dich. Ja, mich. Du bist ja das Gute hier. Ja. Mit deinen gerade mal knapp 20. Naja, ganz so ist das dann ja auch nicht. Eher auch stark aufs Ende zu. Ja. Ganz, ganz gewaltig. Mit großem Schritt kommt es näher. Rente ist in Sicht. This is the end. The end, my friend. Jetzt wird's Englisch. Gut erkannt, ne? David Bowie ist gestorben. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, ich hatte vorhin ein Bild bei Facebook gelesen. Ach, Manson ist auch gestorben. Ja, gut, aber das ist schon ein bisschen her. Lemmy ja, tot. Letzte Woche. David tot. Bald sind wir alleine mit anderen Leuten. Schmidt ist gestorben. Also das war der letzte, der gestorben, wo ich wirklich, ja, was heißt, ja, ich habe jetzt nicht geheult oder so, aber das war so wirklich einer, wo mich das so ein bisschen getroffen hat, ehrlich gesagt. Also. Es ist jetzt schade um David Bowie und auch um Achim Menzel sicherlich und gar keine Frage, aber das ging mir jetzt nicht so nah wie jetzt, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her mit Helmut Schmidt, aber das ist wirklich meiner Meinung nach einer der ganz Großen gewesen. Ja. Dem bin ich auch quasi aufgewachsen. Also als Kind von meiner Oma, ne, war natürlich immer sowieso SPD, also meine Großeltern und dann noch hier aus Hamburg und Helmut Schmidt und dann musste ich ja, dann passte das auch ganz gut, ich bin ja 75 geboren und auch die Kanzlerschaft und solche Sachen und da war natürlich immer Helmut Schmidt war immer der, nach Helmut Schmidt wurde es dann, das rückte das idolmäßig Herr von Donani noch so ein bisschen damit nach, das sind so die, was ich von meinen Großeltern halt immer gehört habe, ne. Ja. Weil grundsätzlich SPD, mein, auch zu meiner Meinung, die ich ja vorhin schon geäußert hatte, zu Gewerkschaften, die meisten auch kennen und das, obwohl mein Opa ein relativ hoher Funktionär in einer Gewerkschaft damals war. Also normalerweise müsste ich da anders denken, aber... Oh, Zeiten ändern sich ja auch, ne? Ja, aber so bin ich damals, also mit dem bin ich halt aufgewachsen. Und also Helmut Schmidt, bis ins hohe Alter, finde ich, gebührt echt Respekt. Auch die Sache mit seinem Rauchen, wo manche dann sagen, oh, das ist hier total unglaublich, aber dass er sich das halt einfach nicht vorschreiben lassen, ne? Ja. Gibt so Reportagen, da sitzt er in den USA in irgendeinem Restaurant, zündet sich eine Zigarette an und dann kommen dann schon ganz auf, oh, sie können ja nicht rauchen, um Gottes Willen. Aber wieso, wenn die Feuerwehr kommt, dann mache ich es aus. Sonst bringst du mir erstmal einen Aschenbecher. Er sagte ja immer, also da, wo es wirklich aus feuerpolizeilichen Gründen wäre, dass das schon sehr verboten ist, das ist okay, aber einfach so, ne, das sieht er nicht mehr ein. Und ich finde, das hat er sich auch verdammt verdient, auch wenn da viele andere drüber denken. Aber ich finde, das hat er sich verdammt verdient. Und jetzt ist er wieder mit seiner Loki vereint. Können sie Schach spielen und dabei richtig was wegquarzen. Genau. Romea, war so aus. Oh, ich war schon wieder in Erinnerung am Schwelgen. Wäre bei Claudia schneller gegangen. Da war ich gerade. Claudia hat es mir schon gegeben. Also die Sonnenblumenkerne. Die hätte Frank ja extra da geparkt, damit sie nicht abfüllen kann. Ach so. Fahren wir parken. So, ich glaube, wir sind auch für diesen Part am Ende angelangt. wir machen das Feld dann noch fertig. Wird ja dann auch langweilig, ich wenn glaub, ihr das. Ja, irgendwie... das Feld macht uns fertig, aber. Ja. Alles gut. Was im nächsten Video dann dran ist, lassen wir uns mal überraschen. Wir können ja sonst noch einmal, ich kann ja mal mit Olaf tauschen, oder? Oder so. Dann hat er vielleicht auch mal ein paar Dreschen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber das können wir auch an sich quasi in der Aufnahmepause besprechen. Ja. Ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und an euch beiden jetzt fürs Mitspielen. Piep, ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.